Hey Leute, damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Eat. Der Winkel ist zwar nicht so der beste jetzt, aber wir fangen mal an mit dem, hier kann man das lesen, mit dem Innocent. Wo sind die Traitors? Ja, die Traitors, ich weiß nicht, wo die Traitors sind, ich bin übrigens nicht alleine mit dem hier. Ja. Und... Ja, also es ist halt Erdbeer und Banane, aber man schmeckt eher mehr die Erdbeer raus, finde ich. Aber ist sehr lecker, jetzt kann ich mal einfach Green das ausprobieren. Hier, so sieht das aus, innen drin. Hm? So. Geil. Innocent Smoothie, Obst und Obst zum Trinken. Ist realistisch. Erdbeere und Banane, also Obst zum Trinken. Und kann man ab und zu mal trinken, aber ich finde jetzt nicht, also hat einen guten Geschmack. Man schmeckt halt wie gesagt die Erdbeere raus. Man schmeckt aber auch die Banane raus. So leicht. Ja, aber nicht so doll. Nachgeschmack finde ich. Ja, genau. Und aber auch nicht so doll. Ein Getränk. Und ja. Kommt zum zweiten Getränk. Jetzt probiere ich wieder. Und zwar wieder Innocent Obst- und Gemüsesmoothie. Perfekt Pink, Limited Edition. Da ist Apfel, Birne und rote Beete drin. Mal gucken, ob es schmeckt. Ich probiere es jetzt mal. Ja, also schmeckt sehr gut. Man schmeckt eher so den Apfel und die Birne so gleichzeitig und halt die rote Beete wieder so im Nachgeschmack, aber wieder nicht so doll wie halt beim letzten Getränk die Banane, finde ich. Und ja, jetzt ist der Evergreen dran. So Leute, jetzt sind wir beim zweiten Getränk und das ist, jetzt probiere ich einfach. Ja, wir sind Innocent Obst und Gemüse Smoothie, ich wollte schon zum Trinken sagen. Perfectly Pink, perfektes Pink natürlich, ganz klassisch. Und so sieht es wieder von innen aus. Ich hoffe, dass man das sehen konnte und ist sogar eine Limited Edition. Finde ich schon nice. Und jetzt trinke ich das mal. Ich finde, es schmeckt eigentlich ganz gut. Ich finde, es geht. Man hat aber einen komischen Nachgeschmack. Also Anfang ist gut, aber rote Beete, der Nachgeschmack ist nicht gut, finde ich. Es geht. Es geht, aber ich finde, für mich geht der Nachgeschmack nicht. Okay. Kommen zum dritten Getränk. Das ist ein Glasgetränk von Fritz Spritz. Bio-Traubenschorle aus Direktsaft. Aber wir haben keinen Dosenöffner oder so. Oder Dosenöffner, das nennt man nicht so. So ein Flaschenöffner, genau. So, wir haben es jetzt endlich geschafft, es zu öffnen. Also die Hälfte vom Getränk ist dabei weggegangen. Also weggegangen, ja klar. Weggeflossen. Und jetzt probiere ich das mal. Es geht. Es schmeckt halt so nach Traube. Es hat noch so Kohlensäure. Was ich aber nicht so gut finde, Kohlensäure jetzt dazu. Aber es geht. Also ich fand sogar das zweite Getränk besser. Und jetzt ist da einfach Green dran, aber ich muss noch kurz meine Hände sauber machen. Irgendwie in meiner Hose. Und was ist wieder klebrig, so ein klebriges Handy. So Leute, so sieht das Trinken wieder von innen aus, nur ein bisschen klebrig diesmal. Also ich mag nicht so, wenn Getränke kleben. Kommt übrigens von Hamburg. Fritz Spritz. Bio-Traubensaft-Schorle aus Direktsaft. Was auch immer das heißen soll. Auf jeden Fall trinken wir, oder ich probiere jetzt einfach mal. Hey doch, das hat einen Geschmack von Alkohol. Bist du dumm? Steht sogar vegan drauf. Ist was für Simon Unge. Auf jeden Fall. Es geht, der Nachgeschmack finde ich auch wieder nicht so gut an diesem Getränk. Auf jeden Fall sehen wir uns beim vierten Getränk, damit auch das letzte Getränk. Oh nee, das ist wieder aufzumachen.
diesmal wird das Eis. Oder jetzt mache ich das wieder. Ich mein Tango. Man muss erstmal sagen, was das für ein Getränk ist, was das so hat. Okay. 3, 2, 1. Jo, jetzt sind wir hier auch beim vierten Getränk und zwar wieder Fritz. Jetzt Fritz Limo, aber. Ist in Hamburg hergestellt worden. Apfelkirsch, also der Geschmack. Und Holunderlimonade. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wieder auch vegan. Obwohl irgendwie so gut wie jedes Getränk eigentlich vegan sein müsste. Aber, ich versuche das wieder aufzumachen. Was jetzt natürlich hoffentlich easy black wird. Aber ich probier mal. Oh! Das war aber etwas anders. Ja, aber diesmal ist sogar mehr drin. Dezent. Okay, ich probiere jetzt. Das ist überall Schaum, Alter. Ja, also schmeckt am Anfang sehr nach Kirsche. Der Nachgeschmack ist eher so Apfel, aber trotzdem, die Kirsche stecht halt die ganze Zeit noch rein. Sag ich mal, oder wie soll ich das aussprechen? Also im Nachgeschmack schmeckt man mehr Kirsch als Apfel. Und jetzt probiert das noch einfach grün, aber ich will noch einen Schluck nehmen. So Leute, jetzt sind wir angekommen beim letzten Getränk von Hamburg, Fritz Limo, Apfelkirsch, Holunder, Limonade. Ich doch schon gesagt. Nee, das muss ich aber wiederholen. Und ja, ich probiere es einfach mal und ja. Ah, ich muss sagen, ja, also ich finde, das ist das beste Getränk bis jetzt, glaube ich. Ja, würde ich schon sagen, weil der Geschmack sehr intensiv ist, finde ich, bei dem Getränk. Ich finde, Apfel schmecke ich gar nicht heraus irgendwie, aber Kirsche schmecke ich dafür raus. Und ja, nur weiterempfehlen, kaufen, danke für 80 und ja. Danke für das Geld. Danke für das Geld. So Leute, jetzt sind wir beim Fazit angekommen von diesem... So Leute, jetzt sind wir beim Fazit angekommen von diesem Getränk hier. Stell scharf. Stell scharf! Das Leben ist scharf. Denn bei dem Getränk hier. Stellt wieder nicht scharf. Autofokus for the win. Hier. Stellt wieder nicht scharf, nicht richtig zumindest, diesmal ein bisschen besser. Und bei dem Getränk Fritz Limo, und da hat er scharf gestellt. Heißt, es hat schon was zu bedeuten. Kriegt für mich 3 Sterne von 5 Sterne. Das kriegt von mir auch 3 Sterne von 5 Sterne, da. Und dann kommen wir zu den beiden Smoothies. Nämlich bei dem hier, finde ich den Geschmack nicht so berauschend, finde ich, meiner Meinung nach. Und, naja, ich sag mal so. 3,5 Sterne von 5. Und das hier bekommt 4 Sterne von 5, weil das war sogar mein Lieblingsgetränk. Von dem 4 jetzt hier. Also jetzt sind es 4. Okay, jetzt sagt nochmal der Pixel Drum ein Fazit. So, also vom ersten Getränk, oder ich weiß nicht, ob das erste Getränk war. Also Fritz. Hier Fritz, komm schnell scharf. Schnell scharf. Also ich weiß, also hier Bio-Traum-Schorle. Fand ich es nicht so lecker, weil so Traubensaft, weil das war ja so eine Art Traubensaft, finde ich, gehört sich irgendwie keine Kohlensäure, finde ich irgendwie ein bisschen eklig. Und ja, kommen wir zum Smoothie. Also perfekt die Pink. Da fand ich den Geschmack so an sich ganz cool, nur der Nachgeschmack fand ich jetzt nicht so unbedingt lecker, aber so an sich fand ich das eigentlich ziemlich nice. Jetzt kommen wir zur Innocent Erdbeer-Banane. Das war wirklich richtig lecker. Ja, also könnte ich wirklich nur weiterempfehlen, fand ich sehr lecker. Und ja, also das war halt einer meiner Lieblingsgetränke, also mein Zweitlieblingsgetränk. Da kommt jetzt mein Lieblingsgetränk. So, Fritz Limo, Apfel,
Kirsch, Holunder, Limonade. Fand ich halt sehr lecker, auch wenn man so nur Kirsche geschmeckt hat. Trotzdem fand ich es sehr lecker. Aber jetzt kommen wir mal zur Sterneverteilung. Da würde ich sagen, so 2,5 Sterne von 5. Würde ich sagen, 3,5 Sterne von 5. 4 Sterne von 5. Und da würde ich sagen, 4,5 Sterne von 5. Hätte man noch ein bisschen Apfel rausgeschmeckt, würde ich wirklich 5 Sterne geben. Weil ich es einfach am besten fand. Ja. Und? Ja. Bis jetzt im nächsten Video. Und danke für 80. Und hier ist nochmal ein Kommentar eingeblendet. Und das war's. Tschüss.